Und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem freundlichen Thorsten hier. Ja, ich hätte schon fast frohe Ostern gesagt. wie ihr seht, wir haben immer noch diesen Riesenfalken. Tag 3 heute mit dem Aufbau. Nach 16 Stunden. Wahnsinn. Nach 16 Stunden, den dritten Tag. Und wenn wir dieses Video aufnehmen, ist das erste noch nicht mal veröffentlicht. So ist es. So ist es. Nächste Woche. Nicht morgen. Nein. Nein, obwohl das andere hätte heute. Na egal. Wir sind bei Türchen 13. Und das müssen wir erstmal suchen. Ja, unser Boxen. Yay! Tobias meinte gerade beim Anheben der Kiste, ist ja nicht mehr viel. Ja, wie immer. Ich sagte immer. Lass uns mal schauen. Ich hab's hier. So, die letzten 5 haben wir gesagt. Die letzten 5. Die sechzehn. Nur 2? 18. Sieht ein bisschen wenig aus. Ist ja nicht so viel. Ich hoffe nicht, dass welche da drin sind. Ja, ich hoffe nicht. So. Jetzt machen wir eine sehr kleine Luft wieder. Lief so gut. Jetzt ist alles wieder kaputt. So. Die Tüten sind wichtig, dass wir das so schön getrennt hatten. Die Tüten sind wichtig, dass wir. Ja, meinst du, das reicht? Das reicht. Eigentlich ist es schwarz. Das ist ein Profi-Werkzeug. Haben wir das in der Schale, in der Schüssel? Ja. Hast du das mitgenommen? Tja, Praktikantin! Ah, ne, hier ist es. Oh, das war die Praktikantin. So schnell ist es vorbei. So, einmal ranzoomen. Nur ein paar kleine Teile. Oh. So, dann schauen wir. Ah, ne, wir werden es ja immer so. Ja, so buchmäßig. So buchmäßig, dann kannst du das mal kurz. Lohnt sich bei der Anleitung voll gar nicht. Worms. Ja. Oh Gott. Jetzt fühle ich mich gleich wieder so eingeengt. Ja, nun, muss ja sehen, was einen erwartet. So, mal gucken. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier die hier wieder richtig machen, ne? Ja, nicht so wie die letzten Male, das ist richtig. Wo Tobias das immer falsch gemacht hat. Ja, natürlich. Ja. Besser. Nur damit ihr in eurer kalendarischen Zeitrechnung mal klarkommt, wir haben heute Heiligabend. So ist es. Und wir hocken hier und bauen Kriegsschiffe auf. Das soll es auch wieder was heißen. Ne? Ja, gut. Das ist sehr bezeichnend. Aber es ist ja ein Schiff, das Frieden bringt. Also von daher. Das war philosophisch. Das ist halt so. Das ist halt so. So, ihr habt euch das denn gedacht. Soll das dahin? Jo, das soll dahin. Einmal so das. Was ist ein kleiner? Tobias hat immer den Vorteil, er kann auf der anderen Seite schon mal seine Sachen zusammensuchen. So ist es. So spontan kann ich das nicht. Doch, spontan machst du es ja auch. Ja, wenn ich es könnte, könnte ich es, aber ich kann es nicht. Ich habe schon wieder falsch verstanden. Hier, den wollen. Aber es ist so nicht machbar, Herr Nachbar. Jürgs. Ich kann auch nicht noch dazu die Firma noch mal zu gucken. Nicht, ich wollte gerade fragen. Nee. Ja, zu viel Ablenkung. Zu viel Ablenkung. Ja. Ey. Was denn? Positiv. Positiv abgelenkt. Weib ist kein Schimpfwort. Wüsste ich jetzt nicht. So. Oder ist das auch schon auf dem Index? Müssen wir aufpassen heute. Genau, richtig. Gestern war Schlampe noch ein Lieblingswort. Heute ist es ein Schimpfwort. Okay, dann sage ich lieber nicht. Warum suche ich eigentlich einen Stein, den ich schon links drauf habe? Lass mich das mal. Weißt du auch nicht, ne?
Muss noch wach werden wahrscheinlich. Also wir wollen das jetzt hier 8 Uhr morgens. Ja, es ist 8 Uhr morgens, das ist schon nicht. Wobei letztes Mal war es auch früh. War es auch früh, genau. Ich glaube, da haben wir um 10 oder was angefangen mit Essen. Wir waren ja erst drüben. Stimmt, 10 Uhr haben wir angefangen. Dann haben wir eine gute Chance, gleich fertig zu werden. Ja, mit frischen Elan. Das war das. Ja, letzte, was wir dann gemacht haben, bis zur Uhr war ich echt durch. Ja. So, bitteschön. Du hast einen Tag vergessen. Was habe ich vergessen? Das hier. Lüglich. Doch, er hat recht. Stand auf der Agenda. 1-0. Oh je, ich hole die Liste raus. Genau. Jetzt muss ich mal gucken. Also. Ja, zwei Abdeckungen müssen wir hinten noch haben. Ja, genau. Und dann vorne irgendein Gedöns, das weiß ich nicht. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also die Halterung kann man sich vorstellen hier. Irgendwie. Schon mal gucken. Also einmal umdrehen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Übrigens, Paul hat seinen Todesstern mittlerweile fertig. Ja? Ja. Ja gut, er hat jetzt zwischenzeitlich weiterbauen können. Das ging bei uns ja nicht so. Tobias hat mir ja verboten weiterzumachen, während er nicht hier ist. Ja, ich habe ihn schon gefragt, ob das in den Finger gejuckt hat. Klar, ich hatte es schon fertig, ich habe es nur wieder abgebaut. Genau. Ich habe mir gedacht, wenn der wiederkommt, muss er den ganzen Kram nochmal machen. So war das gedacht. Will ich so nicht. Nee, ich habe... So, da muss ein rüber. Also zumindest ist es jetzt ein bisschen übersichtlicher geworden, zu wissen, wo die Sachen hinkommen. Auf jeden Fall. Am Anfang war es ja gar nicht ersichtlich. Die Räume zu niedrig, zu hoch, ein bisschen zu weit rechts, zu weit links. Da hast du ganz schnell irgendwelche Sachen, wo sie nicht hinpassen. Zu hoch, zu rund und so weit. Ja, stimmt. Hatten wir alles. Dann wissen wir immer noch die eine Seite da unten. Diese komischen Flügel, die da um die Ecke gingen. Also die waren der Hammer. Ja. Bis man da mal, wobei, was wir da falsch gemacht haben, weiß ich immer noch nicht. Ich auch nicht. Auf einmal ging's. Passt auf einmal, genau. Das war schon nicht schlecht. Wenn ihr es verpasst habt, guckt in die Playlist. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, welche Folge. Oder weißt du es ganz spontan? Natürlich. Oder warst du schon 1 und 12? Ja, ich bin gleich fertig. Mhm. Nur noch. Hey, du hast ja 4 Bilder, ich hatte ja nur 2. Die sehen irgendwie weiter raus. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's schon los, ja. Haben wir noch länger davon? Nee. Von den Grauen, nein. Aber ist doch richtig, der guckt auf 6 raus, Ali. Ja, 6 raus, ja. 6 raus. Ja, okay. Das ist doch. Ja, dann passt es. Okay, okay. Ja, du wirst halt öfter mal Probleme mit seiner Länge. Ja, aber besser ich guck zweimal als. Ja, ja. Als wieder abbauen. Genau. Ich schon nicht. So. Juhu. Oh je. Oh je, sagt du, ja. Zweite Seite und der sagt schon, oh je. Ja, wieder so viele Kleinteile. Ja, ja, das ist alles nur noch Deko jetzt. Da ist ja nichts mehr, nichts Funktionales dran. Oh, ich darf wieder die Eulenpinnöffel dran machen. So, den hier mal. Dafür kann ich den ganzen kleinen Scheiß drauf machen. Da muss halt sagen, Deko ist wichtig. Der ist schon mal falsch. Den ist ausgesprochen. Länger und flacher. So, genau. Nee, auch so, die Räume und so, die sind ja alle da. Das ist ja alles nur noch Optik. Es sind nur noch der Deckel, ja. Genau. Mhm. Nur. 10. Ja, da passt jetzt auch eigentlich nicht. Warum passt da aber nicht?
Mittagspass. Damit mehr meckern, dass ich aufpasse, aber selber. Das stimmt prinzipiell mal mit der Platte nicht, hab ich gesagt. Irgendwie fehlt hier unten was. Hallo? Hallo? Ja, der eine ist auch abgegangen. Was ist abgegangen? Oder? Weil hier sollten eigentlich ja, die rausgucken, die aber nicht rausgucken. Ja, die ist abgegangen. Wo ist die denn? Die hast du abgemacht. Genau! Ich hab alles kaputt gemacht, oder was? Ja. Den wollte ich selber, deswegen habe ich ihn mir rausgesucht. Den hast du abgemacht. Genau. Alles der war dran, wirklich. Ja, dann ist er abgemacht. Spur zurück. Dann war das unabsichtlich. Ich habe den bestimmt nicht absichtlich abgemacht. Ach so, hast du mir den nicht gegeben. Doch. Nee. Jawohl. Außerdem passt das doch. Jetzt passt das. Sehr strange. Spur zurück und guck so, ja. Dann ist er abgefallen, keine Ahnung, hat sich erschrocken oder so, aber abgemacht. Jetzt so. Brutality, nein. Ja, ja. Never. Never. Oh Gott, jetzt kommt der kleine Gedönse da. Na, gehen wir mal ein paar. Ich suche mal ein kleines Gedönse noch hier. Ja, ich brauche wieder Haken, dann kommen wieder diese komischen. Wie sagst du Versorgungsrohre? Das sind keine Laser. Genau, Versorgungsrohre. Ganz wichtig. Ist es grau oder ist grau? Was ist das denn jetzt? Wie soll das denn gehen? Was denn? Will ich mich veralbern? Nö. Wollen Sie nicht? Ja, ist egal. Man weiß bei Leo nicht. Okay. Sehr merkwürdig. Es ist schon ein merkwürdiger Tag heute. Mal gucken, wie das endet. Oh oh. Oh, sagte. Gleich klingt es an der Tür, steht für dich ein Weib und für mich ein Weib. Ja, meins ist anderweitig beschäftigt. Das weiß man nicht. Doch, weiß ich. Dann, den brauche ich schon nicht mehr. So. Ein Bild noch zusammen. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass mein Internet gestern wieder mal ausgefallen ist. Mhm. Da war ich dann froh, dass ich mal irgendwann einen Suchlauf gemacht hatte. Es kam nämlich ein James Bond im ZDF. Okay, welcher? Der Spion, der mich liebte. Okay. Mit dem Boden. Die kommen ja öfter. Ja, aber ich fand das in dem Moment, hatte Gott mich lieb. Auch der Arme hat kein Internet, hat dann schon ein bisschen James Bond gucken. Ja. So ab und zu. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ging auch ein Arbeitskollegen so und der war richtig mies gelaunt, weil er nicht mal ein Handy hatte, um diese Störungshotline anzurufen. Hm. Da war er im Kundencenter und was haben die gesagt? Rufen Sie Ihr Handy an. Also bei uns ist das so, wir haben auch einen Shop und wenn du Probleme hast, dann rufen die von sich aus an und erklären das auch schon mal. Das kann der natürlich nicht so witzig. Ja, vor allem das, unter Handy zahlst du ja in der Regel trotzdem, auch wenn es gebührenfrei sein soll. Ja, es ist aber nicht jeder hat eins. Das kommt auch noch dazu. Aber das wird heutzutage auch vorausgesetzt, ne? Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es wird Zeit für das Video-Handy aus, ja. Zeit. Ja, mach ich. Das ist jetzt auch schon eine etwas ältere Idee, nicht? Ja. Anderthalb Jahre, das stimmt. Ja, das ist. Wobei, der, also im Grunde ist das Thema auch schon wieder durch. Nein. Ja, aber mittlerweile weiß ja jeder, wie doof das manchmal ist. Nein. Auch nicht, okay. Ich sehe es ja jeden Tag mit dem Machst du die? Zug. Ja. Dann mache ich die anderen Sachen noch hin. Ja, ich sehe sie jeden Tag, sehe ich es mit dem Zug. Weil ich bin mittlerweile auch nicht viel anders. Kommt immer noch an.
Ja, worauf? Ich sag mal morgens zum Beispiel. So, gehst zum Bahnhof, dann gucke ich, was gibt's Neues. Also erst am Bahnhof mache ich das Handy so an, dass wieder Nachrichten durchkommen. Okay. Und dann schreibe ich kurz ein, zwei Minuten, weil meistens sind die Leutchen ja um 5:30 auch nicht so wach. Ja, und dann ist das Handy auch wieder weg. Ich habe mein Handy konzentriert aus und höre nur Musik. Ist genauso scheiße. Dient auch keiner Unterhaltung. Ja, ist das so. Sagst du, für mich schon. Ja, aber wenn du in den Zug kommst und siehst jemanden, wo du sagst, oh, das sieht nett aus, hört aber Musik, den wirst du kaum ansprechen können. Das ist richtig. Das meine ich damit. Brauche ich ja nicht. Nee, aber ich meine, das ist eine Unterhaltung, eben nicht Zweckdienst. Es sei denn, du gehst hin und sagst, hey, wir fürsten da. Oder so, weil das auch doof ist. Weil man wird eh nicht gehört. Von daher. So. Hallo. Also ich habe so leise, dass ich sogar die Schaffner immer höre und so. Ja, das weißt du ja nicht. Also das wissen die anderen nicht. Ja. Ach, du lebet bisschen, ey. Ach, du lebet bisschen. Was passiert denn da? Du Scheiße. Ja, aber, das stimmt ja wohl nicht. Warum? Ich finde das ja gut aus. Nein, finde ich nicht. Achso, da kommt das drauf. Ja, okay. Ja. Dann habe ich es nicht gesagt. Ja, siehst du. Augen auf beim Lego-Kauf. So. Ich wollte schon sagen, Polywerkzeug, aber es geht da nicht. Gitter, hast du hier ein paar? Nee, gut. Habe ich schon ein bisschen vorsortiert. Das ist super. Denkt mit. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Daumen hoch dafür. Streicht euch den Tacho und an, denkt mit. So, also, dann kommen da nochmal zwei Haken hin. Fusselkram. Ja, das ist es halt. Da hat man sich ganz schnell verbaut. Ja, ganz viele Haken. Jetzt hat einen Haken. Achso, jetzt kommen solche da. Ja, der ist auch für. Ach nee, den hast du schon. Okay. Die habe ich schon. Ja. So, und dann kommt da noch so ein brauner Pinnacle. Genau. Und das sollte es, glaube ich, auch gewesen sein. Sieht gut aus. Prüfende Blicke standgehalten. Perfekt. Man weiß nie. Man weiß nie, ja. Stimmt. Es liegt einfach nicht an der Anzahl der Teile, dass die Parts so lang sind, sondern an der Komplexität. Ja, richtig. Man muss halt mal zwei, dreimal hingucken. Ja. Hä? Wie kommt das denn? Ha? So? Nee, noch ein Rohr. Ja, genau. Genau. Ja, nun, wie gesagt, man muss zwei und dreimal hingucken. Hatte ich auch Paul erzählt, dass er noch und auf und ab gebaut hat, hat er sich köstlich drüber amüsiert. Und sein Todesstern baut er mit links, oder? Ja, weiß nicht. Uff, Fingerschnips fertig. Welchen hat er denn? Welchen Todesstern? Die neue oder den die alte? Den offenen, ja. Das ist der neue, ne? Ja, das ist der neue. Ich glaube, den kriegst du auch nicht mehr. Doch, den kriegst du noch. Ja? Sogar noch im Shop. Das kostet ja Spaß, ne? Ja, so 400. Oh, das ist ja direkt billig. Das ist direkt billig. Nächstes Projekt, oder was? Weiß ich noch nicht. Aber hier, dieses Set gab es auch für Millisekunden im Lego-Shop. Echt? Ja, wirklich. Hab ich dann eine Mail gekriegt, ist wieder ein Shop verfügbar. Ja, war wieder weg. Ja, das sind die ollen Reseller. Ja, leider. Also, das muss andersrum. Oh, scheiße. Repariert.
Ja, sonst passt das gleich nicht. Genau. Tja, was werdet ihr zu Weihnachten so gemacht haben? Ja, genau. Schnee ist ja dies Jahr nicht, zumindest hier nicht. Nee, ganz vergessen. Ist halt so. Man gewöhnt sich dran. Hat ein, zwei Mal geschneit das Jahr. Und dann war so wieder. Ja, das war ja kein Schnee, das war Fizzle, war das. Fizzle. Ja, der eine Morgen ging. Also zumindest die Wiese war weiß, ne? War jetzt nichts Besonderes, das stimmt schon. Kein Pappschnee, wie man das so schön vom Frühjahr kennt. Ja, unsere jungen Zuschauer werden das nicht mehr kennen. So ist es, ja. Traurig. Schnee? Ja, wir konnten damals Schneemänner bauen und rodeln gehen. Ja, richtig. Konnte man. Heute brauchen sie für die Olympiade Kunstschnee. Kunstschnee, ja. Darf man auch nicht drüber nachdenken. Alle Welt redet von CO2-neutralen Zeugs und die bauen Kunstschnee. Umweltfreundlich kann das auch nicht sein, oder? Ja, ist es auch nicht. Was hatten sie neulich drauf? Das fand ich gar nicht so uninteressant. Wir werden jetzt mal ein bisschen politisch. Ging auch so, erneuerbare Energie. Ja, aber war das. Ja. Ja, pass auf. Und das heißt ja dann von wegen elektrisches Fahren und so. Wusstest du, dass die CO2-Bilanz sich erst dann rentiert bei einem Tesla, wenn er den Wagen 17 Jahre gefahren will? Ach ja. Weil die Herstellung der Batterie so viel umweltschädlicher ist, als ein normales Auto zu bauen. Ja. Hab's dir erzählt. Da musste ich auch lachen. Und hinzu kommt ja noch, dass du die, wenn du deinen Strom aus der Steckdose beziehst, dann ist der Auspuff im Industriegebiet. Das ist dann nämlich das Kohlekraftwerk oder so. Das muss man sich überlegen. Im Grunde spart das gar nichts. Ja, weil ja, also wir wollen ja hinkommen, 100% Ökostrom. Dann wäre sowas wieder sinnig. Ja, dazu muss die Technik aber funktionieren. Ja, richtig. Weil es gibt ökomäßig nichts, was nicht schwankt. Sei es Sonnenlicht, Wind, Ebbe, Flut. Richtig. Es sei denn, du erfindest so einen riesen Akku, wie der von Tesla das ja vorhatte. Richtig. Dass, keine Ahnung, eine Ebbeladung für 3 Jahre sparen, 3 Jahre nicht, aber vielleicht 3 Wochen oder so. Irgendwo speichern kannst. So ist es. Bei Wasser ginge das ja noch. Bei kannst Wasser Pumpen ging's. Antreiben und dann Sperrmauer irgendwo. Richtig. Aber es ist auch nur so eine Sache von 1-2 Stunden Strom da. Alles noch nicht ausgereift. Hm. Aber ein Witz ist es trotzdem. Bei Tesla Batterie so schlimm ist, hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. 17 Jahre. Ja, das ist schon heftig. Ja gut, so ein Auto hält vielleicht 13, 14 Jahre. Ja, die Frage ist, wie lange der Akku hält. Also ich habe noch keinen Akku gesehen, der so lange durch. Ja, das auch noch. Alles verlorene Industrie, ey. Was, der kleine Mann soll sparen und die Industrie pustet so weiter in die Luft. Da ist auch irgendwo auch nicht richtig. Hm. Naja, zumindest habe ich eine Energiesparlampe, die habe ich. Ja, die ist im Arbeitszimmer, die Lampe ist am meisten an. Dafür habe ich es mir mal gegönnt. Ja, jeder macht so seinen Beitrag, ne? Ich fahre Zug, du fährst auch Zug. Es sei denn, wir besuchen uns mal, dann leihen wir uns ein Auto. Also es ist auch keine Strecke. Ach, diesmal machst du den Grill darauf. Die Lüftungsschächter. Den Grill. Das klingt aber so ein bisschen länger. Ja, ich weiß. Letztes Mal habe ich es nämlich gemacht. Warum kommen gleich bestimmt die Dinge hier? Ganz sicher. Ja, haben wir schon 5-6 Mal gemacht. Na, 4 Mal. 4 Mal. Soll er lügen? Nein. Soll er lügen? Sollst du lügen? Oh, das ist ja schön. Ich habe eine optische Täuschung. Hm. Welcher Bogen ist länger? Genau. Oh nein, jetzt ist der untere länger. Wie kann das denn sein?
kam die Tage vormittags interessante Dokumentation über Musik und so. Hm. Rückkehr der Schallplatte, solche Sachen. Das war, weil das sie ja nie tot war. Die war wirklich nie tot. Aber ein Upload-Datum gibt es trotzdem. Ja, warum? Es werden keine Presse mehr produziert. Man könnte zwar neue entwickeln, aber hat ja der Mann gesagt, das kostet ein paar Millionen. Ja und? Investiert man die? Ja, aber dann ist wieder die Frage, man weiß ja nie, wie lange der Hype jetzt wirklich anhält. Das kann ja in 2-3 Jahren auch wieder anders aussehen. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Grundsätzlich. Die haben gesagt, die CD, die ist vorm Aussterben, aber nicht die Schallplatte. Ja, MP3 und so. Wer kauft denn noch CDs? Ich. Ja, ja, ich auch. Du hast was fallen lassen. Nicht, dass ich es gleich wieder mache. Ich wollte so sagen. Du lässt es fallen und dann drauf, ich darf es draufsetzen. Kann auch sein, dass mit deiner Hand gerade kleben geblieben ist. Ja, ist es auch. Habe ich gemerkt. Also hier, das freue ich schon mal, das Fenster. Ja, ja, ist okay. Mach dich mal nützlich. Mache ich ja sonst nie. Aber es ist schön, dass du es ansiehst. Sagen meine Arbeitskollegen auch immer schön faul. Und ja, guck mal, dann bin ich nicht mehr der Einzige, der das braucht. Ich dirigiere ja nur und mach gar nichts. Das sind die mit den gelben Shirts, weißt du? Dunkland, zwei haben wir doch. Ich bin der Dunkland, Schatz. Ja, ihr tragt doch. Tragt ihr nicht gelbe Schatz? Nein. Nee, noch nicht. Ich weiß nur, dass ihr optisch unterscheidbar seid. Wir haben andere Farbe vom. Ja, von der Schlaufe halt sozusagen. Aber ihr habt doch auch andere T-Shirts, je nach Rang. Nein. In Ferne war das aber noch. Nein. Doch. Da gab es, glaube ich, Blau, Gelb und Rot. Oder? Das bin mir nicht mehr sicher. Ja, gab's mal. Gab's mal, bis du aufgeräumt hast. Jetzt gibt's das nicht mehr. Scheiß auf Hierarchien. Das war mal schnell. Oh, ich habe den Hörer vergessen. Wo kommt der Hörer denn hin? Zweimal sogar. Ja. Ja, I see. Ich wollte ja nur sagen, du hast gefragt. Ja, ja, alles hat alles seine Richtigkeit hier. Ich bin merkwürdig, dass der eine so eine Luft hängt, aber es wird auch eine Richtigkeit haben. So, ich bin übrigens fertig. Einmal habe ich das schon gebaut. Bist du beim zweiten dran? Hm? Jetzt war, ja, richtig. Ja, okay. So, der kommt dann so. Und zwar so. Und dann da drauf. Und das ist ja nett gemacht. Was immer das ist. Gute Frage. So, und der zweite. Okay. Das kommt so und dann so. Wo kommt das hin? Hier vorne oder da hinten? Ne, da hinten. Hinten. Tutututu. Ich hole mal, warte mal, ich nehme ein bisschen Fahrt raus hier. Den zweiten wollen wir dann auch hier in die Ecke. Weil genug Baumaterial haben wir auch. Wie das da. Frau Sie nur, wird das einfach reingesetzt oder was? Einfach reingesetzt. Und dann hier so rein. Siehst du das hier? Ja, das sind Pfeile. Aber ich habe ja nichts zum Befestigen oder so. Ich habe erst gedacht, dass diese Klammern hier, dass die irgendwas. Ja, die Klammern, genau. Habe ich an der falschen Seite gebaut? Nee. Ach so. I'm stupid. An den, ja. Und was auch immer. Nee, da sind ja so. Gibt es da was? Diese. Ach, diese Henkel. Jo, ich sehe es. Genau. Ich sehe es. Soll ich das mal von der Seite oder kriegst du das hin? Ich glaube, bei dir ist es besser. Du kannst mir aber nicht erzählen, dass ein 13-Jähriger ein Ding zusammenbaut, irgendwie auf die Idee kommt, ich will jetzt spielen, ich nehme alle Deckel wieder ab. What? Warum nicht? Glaube ich nicht. Ich habe Angst, was kaputt zu machen. Wenn schon. Also ich denke, das ist ein reines Deko-Teil, ganz ehrlich. Nein. Doch.
Damit soll man spielen. Das ist Lego. Als ob du das irgendwann von deinem Schrank nimmst, ja, und sagst, ich spiele damit. Ja. Ich nehme das mal runter. Das ist, glaube ich, einfacher. Mach ich, das auf jeden Fall. Okay. Ja, so also ist das viel einfacher, siehst du? Andersrum, ja. Nein, einfacher im Sinne von, wenn ich das eine hier abnehmen kann. Ja, sicher ist das einfacher. Jetzt vor allem doch nicht. Da kommt er rein, so. Während Thorsten mal fummelt, baue ich seine Seite. Du baust mir eine Leiter, das ist schon mal nett. Seite. So, du baust mir eine Leiter. Ja, passt. So, wieso passt du da jetzt nicht rein, wenn du reinsetzt? Ich glaube, hier stimmt was nicht. Oh nein, so ist sowas nicht. Nein, hier ist was im Weg, das gefällt mir nicht. Kannst du noch mal umblättern, bitte? Ja, die Ecke ist aber da. Genau diese Spitze ist im Weg. Siehst du, wie die Spitze im Weg ist? Wenn ich das hier reinsetzen will? Ja. Hier, auch hier diese Ecke ist im Weg. Siehst du da? Ja, sehe ich. Aber die ist ja da. Die Spitze ist da. Die ist jetzt, ach, die muss da drunter, oder was? Nee, das bisschen. Das heißt, wir heben das tatsächlich an. Das geht schon so. Und dann kommt das in das Moment. Ich kann das hier sehen ein bisschen. Just a little bit. Alter, das ist ja ein modulares Bauen. Dagegen ist die Kia eine Scheiße. Auf jeden Fall, das geht nach Gramm, die Gärs geht nach Gramm. Genau, der müsste jetzt da rein. Wenn das jetzt. Oh nein! Allerdings müsste das dann da drüber. What the fuck? Wie schnell kann ich noch einen schönen Handeln? Ich baue schon mal weiter. Ja, das ist so ein. Das ist ein längeres Projekt. Jetzt müsste es eigentlich nur noch in das Schwarz. Ist das drin? Liegt auf, aber es ist nicht drin. Jetzt sehe ich es auch nicht, aber es liegt, wie es liegen soll, aber ich kriege den Pinocchio nicht hier rein. Alles gut. Nee, das ist nicht gut. Da bin ich dann Perfektionist. So, jetzt. Ha, ich hab's. Huh. Wie man sich doch freuen kann. Komm mal. Uiuiuiui. Du bist schon wieder weiter. Okay. Ich bin bei deiner Seite. Das sehen die Leute doch gar nicht. Ich hab doch gesagt, ich fahre das weiter. Ja, das ist doch. So. Jetzt habe ich eine Das ist auch schön. Ich habe nur das hier gebaut. Ja, komm. Mach. Mach fertig. Die Seite. Mach fertig. Mach fertig, Sachen. Ach, Thorsten. Ja, anwesend. Was gibt's? Nix. Ja, Tobias wollte ja in den Parts mehr von den Filmen erzählen. Wollte, ja. Ja. Wollte. Ja. Was ist nur aus dir geworden? Herr der Ringe, hättest du dir noch mal angeguckt? Oh ja, tausendmal. Da habt das. Ist halt mal so. Das ist einfach eine meiner Lieblingsfilme. Also der Lieblingsfilm. Und von der Trilogie an sich, welcher ist da der Lieblingsfilm? Also von der sechs, von den sechs Filmen. Ja, ich den Hobbit jetzt mal weggelassen. Ach so, ich dachte jetzt Star Wars, okay. Nee, nee, ja, nein, weil du sagst Herr der Ringe, Lieblingsfilm, aber welches ist von denen dann der Lieblingsfilm? Die Rückkehr des Königs. Also der letzte. Jeden Fall. Wenn dann der. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. Aber von Star Wars könnte ich mich. Weiß ich nicht, da wüsste ich nicht. Ich erteile. Der erste. Der dritte eigentlich. Also der dritte von den alten. Also der sechste. Der sechste, ja. Zumal sie aber nicht zu Ende.
Nee, der 8. ist jetzt im Kino. Ja. Da war ich noch, leider noch nicht. Läuft der denn auch noch? Oder? Der läuft noch. Ja. Mhm. Das Doofe ist, dass die für diesen Film halt mehr verlangen. Und so Disney. Das ist eine Schweinerei. Ne? Das ist echt Schweinerei. Nur weil die genau wissen, es gibt genug, die das gucken wollen. Ich glaube, der Hype ist auch bald vorbei. Nein, glaube ich nicht. Ja komm, wenn die tatsächlich, was hast du gesagt, wenn die gut laufen, machen sie nochmal 3? Genau. Ach, das ist doch alles. Und dann nehmen so Sequels und Frequels und überhaupt. Die längste Spielfilmreihe. Ja, richtig. Also hier, was ich jetzt auch gelesen habe, dass mein Arbeitgeber auch ja, eine Serie machen will für Herr der Ringe, ne? Eine Serie. Mhm. Also auch wieder, warum macht man sowas? Lass es doch einfach in Ruhe. Tolkien hätte sich im Grab gelegt. Nee, nee, die haben die Rechte gekauft von ihm. Also, ja, noch schlimmer. Dass das darf, dass die das dürfen. Also, es soll wahrscheinlich dann um die Geschichte von Gandalf gehen. Natürlich. Irgendwann kommt nochmal die... Es läuft ja schon ein Trailer zu der Geschichte von Voldemort. Ja, genau. Auf YouTube. Richtig. Ja, das ist ja auch nur so ein Fangedöns. Das ist ja nichts. Das ist auch nur so ein Fangedöns, ja. Nach dem Motto, wie kam es denn tatsächlich dazu? Das ist ja bei Harry Potter auch nicht so wirklich geklärt worden. Richtig. Ja, oh. Man kann eine Kuh melden. Ich darf bauen, das ist Wahnsinn. So, was gibt's denn Schönes? Ui, 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 ui. Da sehe ich doch schon, was Rotes. Hoppala. Es sind ja noch 5 Tüten, wo es zu bauen darf. Also, ja, vielleicht ist es noch 4. Wir gehen schnurstracks aufs Ende zu. Wirklich? Nicht, dass ich das Projekt nicht mag, aber ich glaube, dann mache ich trotzdem 3 Kreuz. Los! Nein, einfach, weil man dann was geschafft hat. Darum geht es ja dann. Ja, auch, richtig. Ne? Nicht, um zu sagen, boah, war das scheiße, das nicht. Aber man hat was geschafft hat. Das größte Projekt, was wir bis jetzt hatten, bis jetzt. Ja, auch das größte, was possible ist, weil ja Größeres von Lego nicht gibt. Im Moment. Wer weiß, was noch kommt in den Jahren. Tja, man darf gespannt sein, ne? Auf jeden Fall. Hast du noch so ein Päckchen? Wie ein Päckchen? Ah, ich hab's schon, danke. Manchmal lohnt es sich nur drüber zu reden. Gib mir mal so ein Päckchen, was für ein Päckchen, ne? Ich hab's schon. War ja schon öfter so. Hä? Nicht hä? Der ist doch richtig. Ach so, das soll so ein Gegenflügel sein dann. Genau. Bauen wir das gleiche wie vorhin, nur spielverkehrt oder was? Ja. Das ist aber auch verkehrt. Ne? So. Machen wir. Ist ja meistens dann so, ne? Ja, aber kleine Änderungen gab es dann doch. Ja, so ein paar kleine. Glitzkleine, die nicht auffallen. Das ist, wenn man das so sieht, ja doch, müsste passen. Ja, dann werden die Teilchen auch hier weniger. Ja, du langsam. So. Jetzt haben wir schon mal was gebaut. 4. Mhm. Mal gucken, ob wieder Teile übrig bleiben. Ja, ein, zwei nimmt sich ja ein. Also, solange es die richtigen sind. Solange es die richtigen sind. Ist ja immer noch ein Mysterium, wo die anderen hinkommen. Ja, gerade diese eine graue, den haben wir immer noch. Ja, aber da habe ich ja gesagt, das mache ich ganz in Ruhe zu Hause. Genau, baust du es nochmal auseinander? Ja, mache ich wirklich. Ach, komm mal. Die Raum für Raum. Ihr müsst wissen, Tobias hat keine Freunde. Er hat genug Zeit.
Ja, wieso? Die Decke sind ja richtig. Also die Decke und den Boden. Die brauchen nur die Räume. Und die Räume sind ja 5 Stück oder so. Wenn du den Deckel abnimmst, an die Räume musst du ja erstmal drankommen. Ja, muss ich abhängen. Das wird ein Spaß. Gibt's einen Bonus hier? Ja, echt, das musst du aufnehmen, das geht ja so nicht. Kannst du ja aber auch offline machen. Offline, was ist das? Weiß ich auch nicht. Irgendwann werden Kinder fragen, offline, was ist das? Oh, viermal wieder. Ja, die Kanonen, genau. Ja, was? Das sind Kanonen. Das sind wirklich Kanonen. Erzähl okay. Mir was. Okay, Glück gehabt. Versorgungsschläuche ins Nichts, oder was? Papi, das Weltall hat Hunger. Schieß mal Pudding raus. Hat Luke Skywalker eigentlich Kinder? Ich will nicht spoilern. Doch. Kann man machen. Achtung, Spoiler. Ja, hat er. Ja? Aber erst in den neuen Filmen dann. Ja, genau. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht wusste. Auch Han Solo und Leia haben ein Kind. Han Solo ist mit Leia zusammen? Ja. Ich dachte immer Luke. Luke ist der Bruder von Leia. Ach so, ich dachte immer, das wäre ein Pärchen. Kannst du mal sehen, so kenne ich Star Wars. Aber echt, das weiß man doch. Mann schon, ich bin nicht Mann. Es ist ja auch so witzig, also sie, Luke entwickelt ja so ein bisschen Gefühle sozusagen, oder, und dann küssen sie sich und dann irgendwie ist dann den beiden bewusst, dass sie doch eher Geschwister sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh, ich finde die so toll, Knut. Ach, lass mal lieber Schwester sein. Lass gut sein, Schwester. War ein Versuch, nutzt nichts. Du talkst nichts zum Knutschen, lass mal gut sein. Ach, herrlich. Die Szene ist ja auch so witzig, wo sie da mal diesen kleinen Bärchen sind, sag ich mal. Wie heißen sie nochmal? Ewoks, ne? Ewoks, ja. Bärchen. Wo sie dann feiern und da ist Luke erstmal bei Leia und die reden halt dann viel und ne? Und dann kommt dahinter ja Han Solo, ist voll eifersüchtig und meckert und sagt, du liebst ihn doch, ne? Du liebst ihn doch. Und dann hat sie gesagt, ja, weil er mein Bruder ist. Ja, komm bitte. Bitte sehr. Nee, ich habe immer gedacht, so dieses Helfer-Syndrom. Nicht? Die Helfer-Syndrom. Ja, gibt's doch häufig, wenn du jemandem hilfst und dich richtig für ihn oder sie einsetzt, dass man sich dann schnell verliebt und sowas macht. Hm. So sind das also Geschwister. Man wird mich Lünchen. Warum? Wenn das bei YouTube bekannt wird. Der Typ, der Star Wars nicht kennt. Ich sehe die Videos schon. Ja, ich auch. Millionen Klicks. Dann kommen wir, aber wir haben die Copyrights auf die Videos. Achte mal. Kennst du diesen, ich weiß nicht, ob das auf einer Love Parade war oder so, da gab es so einen Techno-Dancer. Ja. Und das hat jemand mit dem Handy gefilmt und die auf YouTube gestellt. Hm. Der hat Klage eingereicht, der wollte von den Gewinnen mitbeteiligt werden. Aha. Weil er nie gefragt hat, ob er es online stellen darf. Aha. Mhm. Deswegen sage ich ja, wer ist klaut jemand die Szene, wo ich sage, ich habe keine Ahnung von Star Wars. Kann auch einen Rap draus machen, aber das mache ich jetzt. Das macht ihr dann. Oje, oje. Kommen denn Luke Skywalker und Co. in den neuen Filmen nochmal vor? Echt? Was habe ich denn vergessen? Ah ne, das muss ich bauen, okay. Puh. Gott sei Dank euch. Nochmal bitte, ist Luke Skywalker und? Und Co. Also überhaupt die alten Charaktere, spielen die in den neuen Filmen noch eine Rolle? Ja, spielen sie. Eine große Rolle sogar.
Ist es nicht so, dass die dann einfach irgendwie sterben und jemand anders übernimmt das Zepter? Nein. So einfach ist es. Hallo, die haben sich schon was einmal lassen. Oh, ja, Disney. Die haben sich einfallen lassen, wie man Geld verdient. Das ja. Das haben sie wirklich. Mich würde mal interessieren, wie viel an Lizenzkosten von dem Fighter hier tatsächlich an Disney geht. Das würde mich auch interessieren, ganz ehrlich. 10% bestimmt. Wenn nicht noch mehr, weil Disney ist ja sehr raffgierig, was das betrifft. Das stimmt leider. Ich muss überlegen, das Set kostet normalerweise 500 Euro bis Disney gab. Das ist überhaupt eine spannende Frage. Star Wars gehörte vorher ja nicht zu Disney. Ja, es gab aber damals auch schon Sets. Ja. Waren die preislich tatsächlich so viel günstiger? Hm. Ja, da waren die Sets auch kleiner. Da waren die Sets auch kleiner. Ich meine, den Falken, den gibt es ja jetzt das dritte Mal, haben wir gesagt. Ich nicht. Den Todesstern, glaube ich, zweite Mal? Zweite Mal, hm, genau. Deswegen, das ist nicht so geldgeil. War was? Weiß ich nicht. Ich habe nichts gehört. Es stürmt schon wieder draußen, aber wir haben momentan keine Baustelle. Yay! Ich meine, sie sind zwar noch nicht fertig, aber die Platten liegen, oder die Fußplatten, Fußgängerplatten. Und da Heiligabend ist, wird es sowieso nichts gemacht. Die sind, glaube ich, seit Freitagmittag schon nicht mehr da. Die sind nach Hause zu ihrer Familie gefahren. Das ist doch vernünftig. Neulich haben sie gesagt, dass über 50% aller Arbeitnehmer über die Feiertage arbeiten müssen. Darf man sich mal was darunter vorstellen? Traurig. Ja. Ja, traurig. Meine öffentliche Dienst kann ich ja noch verstehen. Öffentlichen Dienst kann ich verstehen, aber hier so Lebensmittelläden. Ja, die haben ja zu, obwohl die ja eine Lizenz haben wollten. Haben sie aber nicht gekriegt. Also bei uns, der Rewe hat auf. Das finde ich so ernsthaft? Scheiße. Ja. Das müsste man boykottieren. Habe ich ja auch. Hallo? Die haben noch gar keine Lizenz rausgegeben, so viel ich weiß. 10 bis 14 Uhr haben die aus. Auf den Sonntag. Die auf den Sonntag. Knall. Die haben sie auch nicht, alle. Als ob die Leute nicht hätten Samstagabend noch ihre Klamotten besorgen können. Nicht? Nein, gab ja keine 6 Tage zum Besorgen. Ich finde das so scheiße. Ganz ehrlich gesagt. Und das ist sowieso ein Witz, dass die Läden immer mehr offen haben und es verteilt sich doch alles nur. Auf die Idee kommen die gar nicht. So, ich darf wieder, ja? So, und das wird jetzt nur draufgesetzt wahrscheinlich. Wofür ist die Lücke hier? Das verstehe ich gar nicht. Warte mal, wo gehört denn der? Hier bleibt es offen, siehst du? Ist das die Lücke? Ja. Das heißt. Andersrum? So. Andersrum? Achso, nee, da muss ja. Ja. So. So, genau so. Oder? Und dann wieder halt hier so drunter. Wieder da drunten. Guck dir das mal an, ich baue mal. Guck dir das mal an, ich habe damit nichts zu tun, das ist nicht meins. Ich nehme mir davon nichts an. Ja, nicht. Ach, da muss das rein. Nee, da gibt es ein Kügelchengelenk für. Guck mal. Aha. Siehst du da diese Seh ich. Hm? Dafür sind die Nuschis hier. Ah. Die kommen darin. Aha. Mhm. Cool. Haben Sie schon was dabei gedacht? Ja, wie immer bei Lego. Konnte ich irgendwas dabei. Dann ist das so würde ich sagen, nicht? Ja, sieht gut aus. Bleibt das denn offen? Da bauen wir ja noch was. Wir bauen ja noch was, siehst du doch. Mann, ist das ausgeklügelt! Damit du es halt ganz abnehmen kannst. Ja, aber mit Unterschied. Da muss man wissen, wo man ziehen und drücken muss. Also bei manchen ist es nur hoch, da muss es dann rausziehen, da muss es. Ist es bei jeder Ecke ist es wieder anders. Das wird aufregend, das wieder auszusehen. Ich sag dir jetzt schon, ich bin froh, wenn das Ding in deinem Auto steht. Deswegen hättest du tatsächlich gesagt, ich bring das dann Silvester, bring das mit. Ich schlepp das nicht alleine, jetzt kannst du vergessen. Nicht? Nein. Bisschen Verantwortung. Ich habe nichts gegen Verantwortung, aber das ist too much. Ich habe schon überlegt, wir müssen eigentlich ein Tablett haben oder so, damit das am. Weil an Gehäuse anfassen möchte ich es dann auch nicht, dass wir die vier Füße da drauf stellen können. Vielleicht hat Mutter ein Tablett, was so groß ist. Verstehst du, was ich meine? Dann können wir die vier Füße auf dem Tablett stellen, dann brauchen wir es nicht am Gehäuse tragen. Wie soll das wieder einfach hochgehoben? Fertig. Mhm. Unterwegs nach unten, dann verlieren wir 20 Teile.
Ja, das ist mein Problem. Ich weiß, wo die hingehören. Ich merke mir das. Ach ja. Es wird hochgehoben, fertig. Ja. Hast ja gesehen. Willst du einen Teil dran bauen, fallen Grid 5 entgegen. Das stimmt. Ich bin froh, dass wir da unten nicht noch dran müssen. Also bis jetzt zumindest. Bis jetzt, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass da noch was reinkommt. Der hängt auch so komisch runter, ja? Oder muss das so? Das muss so. Das muss. Tobias sagt, das muss. So, ich darf. Gib mir mal so ein Pinöckel hier. Also mal gucken. Ja, das geht auch nicht. Das ist gut. Ja, sieht halt nur so komisch aus. Nö, ne, sieht nicht komisch aus. Sehr bündig. Ja, das ist alles cool. Komm schon, geh da rein. Der will da nicht rein. Warum willst du da nicht rein? Geh doch da rein. Siehst du, das meine ich. Man macht da einen dran. Und wir gehen ab. Ah, da geht ab. Ja, gib mal alles her, du brauchst ja eh nichts mehr, ne? Ich brauche nicht. So, dann widme ich mich jetzt dem Rest. So, du musst es nicht so zusammenschieben, dass du nichts mehr findest. Ich finde das auch so. Ja, ja. Was denn? Glaube an die Macht, Luke. Luke! Ich bin dein Vater. Nein! Gab es tatsächlich jemanden, welche, die das geahnt haben? Stimmt. Weil jemand, Leute, die mit Namen sich auskennen, müssten das ja irgendwie hätten herleiten können. Wieso? Anakin? Nein, Darth Vader, dunkler Vater. Ach so. Jetzt sag nicht, das ist ja noch nicht so durch den Kopf gegangen. Nö, ist es. Ernsthaft? Wow. Ich als Nicht-Star Wars-Fan bin sogar auf die Idee gekommen, dass das irgendwie, dass der Name schon was zu sagen hat. Ja, kann auch so einfach. Das wieder heißen. Nein. Bei solchen ausgeklügelten Sachen heißen Personen nicht umsonst, wie sie heißen. Bei Anakin hat bestimmt jemand am Mittwoch gedacht. Ja, aber Darth Vader ist dunkler Vater. Das ist schon. Wieso ist das falsch, was ich hier tue? Wie soll denn das jetzt funktionieren? Fällt es ein auf. Einen auf den Kron und einen auf den. Ja, aber wo soll ich denn damit hin? Ja, wieso? Ja, wieso? Genau. Das ist doch. Das muss sein, dann lang, nein. Ach so, meinst du das? Nee, der bleibt da, der bleibt da. Nein, lass den da. So. Lass den da. Und dann kommt der da rein. Ja, siehst du das? Siehst du das? Ganz einfach. Nein, aber Namen haben ja häufig eine Bedeutung in Spielfilmen. Bei Harry Potter übrigens auch. Ja, stimmt. Weil normalerweise mag ich sie ja nicht so, aber da hat Cold Mirror ja gute Videos gemacht über diese Harry Potter Podcast. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, doch, kenn ich. Hat sie jetzt endlich mal den 9. Teil gemacht. Wow, hat ein halbes Jahr gedauert, glaube ich. So arbeiten die Leute beim Öffentlich-Rechtlichen, Freunde. Kann man sich auch mal was drüber vorstellen. Weil sie ist ja mittlerweile Angestellte des Öffentlichen Rundfunks. Ja. Ja, von Funk. Funk ist öffentlich-rechtlich. Okay. Ja. Und deswegen wird sie jetzt immer genötigt, ihre komischen Star Wars-Episoden. Das war jetzt eine Überleitung, was? Du machst schon wieder irgendwas, dass ich gleich schon wieder nicht mehr weiß, was ich zu tun habe. Das ist richtig geil. Toll, ne? Finde ich super. Warum brummt der Kühlschrank jetzt so? Was ist mit dem hier? Weiß ich noch nicht. Jetzt. Wird der über sein? Der wird über euch sein. Kommt der in den Pott? Sehen Sie es in der nächsten Folge. Von wegen. Von wegen. Das klären wir hier und jetzt. Ui. Na,
Na 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 na. So, das war das. Jetzt kommen die Pünktchen auf. Und die kommen wie immer da so. Die kommen dazwischen. Er lässt mich nicht machen. Er lässt mich nicht machen. Doch, lass dich doch. Nee, du fummelst schon wieder dazwischen. Das ist doch nicht schlimm. Das tue ich ja nicht. Nein, gar nicht. Nee, gar nicht. Hast du recht. Aber guck mal. Das kann nicht sein. Ui, 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 ui. So. Das kann wieder was nicht sein. Tja. Ich finde das gut so. Oh, das passt sogar wie A auf einmal. Der kommt bestimmt hier hin oder so. Das sieht so verdächtig aus hier. Kommt da noch einer dran vielleicht? Da fehlt auch. Ja. Warte. Wenn dann bei dem hier. Halt. Wohin? Ich dachte hier vielleicht in dieser Reihe. Hoppla. Die haben wir drauf gesetzt, ne? Oder was? Die ist drauf gesetzt, die ist drauf gesetzt und die ist drauf. Wir haben drei Platten gebaut. Das ist die eine. Die ach, die kleine, ja. Ah, die kleine ist das. Nimm ich so runter, dann verwirrt sich das nicht. Ja, da kann ich ja nicht mal drunter gucken. Bist du schon näher dran? Und dann nimmt sie auseinander. Freund, ich sterbe gleich. Muss ich? Ja, muss es. Das kriegst du nur nicht so nicht ab. Das kriegst du so nicht ab. Lass mich das machen. Du machst es nur kaputt. Ich muss einmal drunter fallen. Musst du seitlich abziehen. Da, guck. Das sind drauf. Wie gewohnen so zerronen. Nicht wegtun. Nein, ich wollte das nur umdrehen. Nicht wegtun. Ich bring das mal runter. Dann guck doch mal mit, ob der lange Sechser, der flache nicht wieder. Hier, da sehe ich's. Wo ist der hier? Ich dachte, ist das? Das ist die große, die erste, die wir gemacht haben. Das ist die zweite und das ist die dritte. Das ist die erste. Ja. Und das, was du da hast, ist diese Ecke hier. Hier, da ist er doch. Ja, aber guckst du hier? Oh nein. Doch. Oh. Ach, Tobias, das war deine Seite. Ja, da fehlt das, siehst du? Zack. Gut, dass ich das nicht mache. Da habe ich weniger geschlafen als er. Schlafen. Völlig überbewertet. Ja, war ja auch ungewöhnlich, dass da was übrig bleibt halt. Und wo fällt der jetzt? Das gucken wir jetzt. Ja, bau den erstmal wieder zusammen, bevor wir irgendwas gucken. Ich bin dabei. Du bist dabei, ich bin mit dabei. Genau. Der kann auch mal gewonnen. Das sind wir Musiknamenwähler. Du findest zu jeder Situation einen Liedtext, das ist so. Nicht immer. Da fehlt noch ein Pinöckel. Nein, da fehlt noch einer. Da fehlt so ein. Ja, den hab ich doch nicht. Ach, den hast du da dran. Oh. Bleiben Sie ruhig. Ganz geschickt. So. Kleiner Schläge, du. Ich glaube, bei. Bei den oberen irgendwie was fehlt, ne? Also ja, unten drunter geht nicht. Ja, unten drunter geht nicht. Also. Ich habe ja die Vermutung, dass er hier irgendwie. Da ist aber nichts. Da ist tatsächlich nichts. Hätte er sein können. Hätte er sein können. Das sag ich ja nicht, dass da. Und hier passt es nicht. Da passt es nicht. Also das Teil ist richtig. Na,
Es ist zumindest ausgeschlossen, ob es richtig ist. Das ist dran, das ist dran, das ist dran, das ist dran. Das ist auch okay, das kannst du schon mal dran machen. Dankeschön. Oh nein! Und auch. Guck dir das an, was du gemacht hast. Ist einfach so hier den Zinnen abgerissen. Oh. Hallo? Ja, hallo, was? War mit Liebe. Mit Liebe abgerissen, oder was? Was ist das für ein Argument? Ja, ein gutes. Ich reiß das mal alles ab, ey. Ich kann es nicht mehr so nicht. Kein gutes, oder was? Das ist gar kein Argument. Weder ein gutes noch ein schlechtes. Was ist dran? Was ist dran? Ah, hier, siehst du? Hast du gefunden? Ja. Meister! Ich darf jetzt wieder hier reinfummeln. Ja, aber besser so als, ne? Als was? Als übrig. Ach so. So, dass die Teile übrig bleiben, ist normal hier. Ja, die 50 Stück, die brauchen wir eh nicht. Ne, ich muss das wieder abnehmen. Irgendwo müssen ja die 7541 Teile ja rein. Genau, 500 Teile bleiben einfach rüber. Ja gut, was halt mal übrig ist, sind da die hier, ne? Ja, so ein, zwei Teile wissen wir immer nicht. Das sind nur zwei Teile, die ungewöhnlich sind, die, dass die übrig sind. Ja. Oh, jetzt hatte ich es so schön drin, ey. Und dann kommt er und reißt alles wieder auseinander. Ja, das ist Tobi. Das ist Tobi. Hier kommt Kurt. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, bin ich auch. So. Es passt, Freunde, es passt. Sieht doch richtig schön aus. Ja, nur knapp eine Stunde. Läuft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.